Besten Dank, dass Sie sich heute hier eingefunden haben zu meinem Vortrag über das Thema vom Abfall zum Wertstoff. Vielleicht ganz kurz zu mir, falls Sie nachher noch mit mir in Kontakt treten möchten. Hier wäre mein Rednerkontakt, also mein Name ist Adrian Enzmenger. Ich habe an der ETH vor ein paar Jahren Materialwissenschaften studiert. Dabei habe ich selber hier in diesem Vorlesungssaal einige Stunden verbracht oder verbringen dürfen und arbeite seit mittlerweile über 3 Jahren am Departement für Maschinenbau und Verfahrenstechnik, auch an der ETH Zürich, und habe in diesen 3 Jahren das Autonomous River Cleanup Projekt geleitet, und diesen Frühling haben wir eine Firma gegründet, die nennt sich Upcircle Technology AG. Und wer möchte, kann sich auch direkt mit mir über LinkedIn verknüpfen. Hier hätte ich noch den Barcode, den Sie scannen können. Den werde ich auch am Ende noch einmal einblenden. Gut. Wer mir eine Nachricht schreiben möchte, also das hört sich jetzt ein bisschen verzweifelt an, aber einfach, falls Sie möchten, dann dürfen Sie. Hier ist auch meine E-Mail-Adresse, adrian@upcircle.ai. Gut. Heute, was machen wir? Wir schauen uns das Thema durch meine Brille an. Ich hoffe, es wird spannend für Sie. Für mich ist es seit Jahren ein sehr spannendes Thema, weil wenn wir von Abfall sprechen, dann ist heutzutage größtenteils eigentlich Kunststoffabfall gemeint, oder das ist in aller Munde, weil Kunststoff halt auch im Meer sehr häufig auftritt. Aber was wir uns dann immer fragen sollten, ist, woher kommt denn eigentlich all dieser Abfall im Meer? Weil das ist nicht wirklich naheliegend. Oder ja, es gibt da ein paar Kniffe. Gut, Kunststoffe, wieso so viele Kunststoffe? Es ist ein absolutes Top-Produkt, wenn man das aus den Augen eines Materialwissenschaftlers betrachtet. Es kommt sogar in über 95% von allen hergestellten Produkten vor. Also deshalb haben wir auch enorm viel Kunststoff im Gebrauch. Und was sind da Beispiele? Also in jedem Smartphone kommen Kunststoffe vor, in Trinkflaschen, in Schuhen, Computer, Autos, Gebäuden, im Transportwesen, im Bau, in Medikamenten. Die Liste ist quasi endlos. 95% heißt, quasi überall, jeden Gegenstand, den Sie benutzen, hat irgendwo mal Kontakt mit Kunststoff gehabt. Gut, Kunststoffe, ich habe es schon gesagt, das ist eigentlich das neue Hightech-Produkt. Neu, wieso? Weil es erst seit den 1950er Jahren gibt. Und wieso ist es ein Hightech-Produkt? Wir haben Materialeigenschaften, die sich jetzt hier zusammenfassen lassen, als Kunststoffe sind sehr leicht. Sie sind unglaublich beständig, flexibel, super günstig. Sie sind chemisch inert, sie sind leicht zu verarbeiten. Rohöl ist verfügbar, heute noch. Aber es ist verfügbar, es ist sehr billig. Und Kunststoffe sind wahnsinnig formbar, die lassen sich schön in eine Form pressen, in einen Gegenstand. Man denke an Spritzgussanlagen. Wahnsinnig korrosionsbeständig oder korrosionsresistent. Sie sind lichtdurchlässig, das heißt auch für optische Anwendungen geeignet. Brillengläser beispielsweise können auch aus Kunststoff sein oder Linsen, die Sie in den Augen tragen. Weiters ist es ein unglaublich guter Isolator für Wärme und Strom. Also überall, wo Medien von A nach B fließen sollen, werden gerne auch Kunststoffleitungen benutzt. Und sie sind daher extrem breit anwendbar. Und wenn ich jetzt hier mit meiner Materialwissenschaftlerbrille drauf schaue, muss ich sagen, das ist doch mega super, oder? Diese Kunststoffe. Und dann stellt sich dann die Frage, okay, wenn 95% aller hergestellten Produkte aus Kunststoffen bestehen, zu einem Teil, wie viel Kunststoff konsumieren wir denn überhaupt? Und das ist wirklich interessant. Wenn Sie sich diesen Graphen anschauen, dann sehen Sie die globale Kunststoffproduktion pro Jahr. Und ich habe schon erwähnt, wir starten in den 1950er Jahren, da wurden Kunststoffe größtenteils entdeckt.
Und die Produktionsmenge, die steigt exponentiell. Wenn wir uns hier befinden, 2024, dann sind wir bei über 400 Millionen Tonnen pro Jahr. Und das ist doch schon eine ganze Menge. Wenn Sie sich jetzt eines der größten Containerschiffe der Welt vorstellen, eine Evergreen G-Class, davon gibt es 11 Boote. Wenn Sie sich 400 Millionen Tonnen vorstellen wollen, also dieses Boot ist notabene 400 Meter lang und 60 Meter breit und dann auch ein paar Meter hoch. Das sind alles 40-Fuß-Container. Also einer dieser Container ist ungefähr 12 Meter lang. Also einfach für die Dimensionen dieses Schiffs. Und wenn Sie sich 400 Millionen Tonnen im Jahr vorstellen wollen, dann müssen Sie dieses Boot nehmen. Und dann sind das 1700 diese Boote vollgeladen. Und das ist doch schon eine ordentliche Menge. Wer noch nie so ein Boot gesehen hat, dem empfehle ich einen Besuch in Paris. Das ist der Eiffelturm. Wenn Sie das in Eiffeltürmen ausrechnen wollen, dann kommen Sie doch auf 40.000. Oder? Und wer ab und zu beim WWF eine Broschüre kriegt, der weiß, die rechnen gerne mit Orcas. Und vielleicht. Vielleicht der Input aus dem Publikum, wer denkt, wie viele Orcas sind 400 Millionen Tonnen? Eine Schätzung vielleicht? Ja, es sind ein paar Millionen, das stimmt. Es sind ungefähr 50 Millionen Tiere. Also eine ordentliche Menge. Und hier schauen wir einfach die Kunststoffproduktion pro Jahr an, aber das sammelt sich ja auch an, das Material. Und die Frage ist jetzt, wie viel hat sich seit den 1950er Jahren angesammelt an Kunststoffen? Und da sieht der Graph nicht viel besser aus. Also von den 1950er Jahren bis ungefähr 2020 wären wir hier bei 2 Milliarden Tonnen. Hier sind wir bei 4. Das sind dann schon 6 und hier bei 8. Und die Spitze da, das sind ungefähr 9,2 Milliarden Tonnen. Wenn wir das wieder in Booten umrechnen, wer möchte schätzen, wie viele Boote sind das? Ja, 40, ich habe 40.000 gehört. Sie sind wirklich gut. 39.000 ungefähr. Gut, und jetzt ist die Frage, diese große Anhäufung von Kunststoffen, wo hat sich dieser Kunststoff denn angesammelt? Wenn wir das aufteilen, dann sehen wir, ein großer Teil wird eigentlich verbrannt, ungefähr 1 Milliarde Tonnen. Dann im aktiven Gebrauch sind ungefähr 2,9 Milliarden Tonnen. Rezykliert sind 0,7 Milliarden Tonnen, also ungefähr so 10%, so um den Dreh rum, weniger sogar 8. Und effektiv entsorgt sind 5,3 Milliarden Tonnen, also werden nicht mehr gebraucht. Sie sehen, die Rezykliermenge ist nicht sehr hoch im Vergleich zum Rest. Und was uns auch ins Auge fällt, ist diese entsorgte Kategorie. Und da stellt sich die Frage, was heißt denn entsorgt? Und entsorgt heißt eben auch deponiert. Irgendwo. Und nicht nur, Sie sehen, das ist das Meer und wir als Binnenland haben keinen Meeranstoß. Aber wir haben auch Kunststoff in unseren Flüssen und Seen. Und das ist ein Bild von meinem Kollegen Fidel Esquivel aus der Limmat. Also das ist Kunststoff, der so tagtäglich auch die Limmat runterschwimmt. Und mit meiner anderen Brille muss ich dann sagen, ja, das ist dann schon nicht so gut, oder? Und das hatten auch ein paar Studis der ETH diese Meinung. Und die dachten sich, okay, da gibt es einfach viel zu viel Kunststoff im Meer und das ist sehr, sehr schädlich für die Umwelt. Und dann 2019 hatten diese Studis die Idee, wir setzen uns zusammen und suchen nach Ideen. Das ist ein sogenannter Design Sprint, also da setzt man sich zusammen und dann stellt man offene Fragen. Was ist genau das Problem? Woher kommt das Problem? So, und dann haben sie gesagt, okay, der Kunststoff also im Meer, der muss irgendwo herkommen. Und was geht ins Meer? Flüsse. Und die Verschmutzung der Meere startet häufig im Fluss. Und das sind ungefähr 0,8 bis 2,7 Millionen Tonnen pro Jahr. Also doch auch ein beachtlicher Teil.
Da sind wir uns aber nicht so sicher, weil die Datenerhebungsgrundlage ist sehr dürftig. Wir sehen häufig solche Bilder. Und dann, wenn wir das wieder in Schiffen ausrechnen, oder was sind so 0,8 bis 2,7 Millionen Tonnen pro Jahr, das sind dann doch wieder ungefähr 8 Schiffe. Oder? Und diese Studenten, die waren größtenteils vom Institut für Robotik und intelligente Systeme und die dachten sich, wenn wir den Kunststoff schon im Wasser haben, wieso bauen wir nicht einen Roboterfisch? Der könnte ja eigentlich diese Kunststoffteile einfach auffressen. Und das war effektiv, war das eine Idee. Und auf Basis dieser Idee wurde dann auch das ARC gegründet. Das ist das Autonomous River Cleanup Projekt der ETH Zürich. Aber natürlich blieb es nicht bei dieser Idee, weil wir hätten unzählige dieser Fische bauen müssen und dann für jeden speziellen Formfaktor von Flussmüll einen entsprechenden Fisch und so. Das war dann doch zu kompliziert. Und dann haben wir uns wieder hingesetzt und gesagt, okay, müssen wir drei Grundprobleme identifizieren. Und Problem 1 war, wie kriegen wir den Müll aus dem Fluss? Und Problem 2 war, wie viel Müll gibt es im Fluss überhaupt und wo tritt dieser Müll auf? Weil Flüsse sind eigentlich, wenn Sie sich das vorstellen, ziemlich lineare Gebilde auf der Landkarte. Das ist so wie ein Strich. Sie müssen genau wissen, wo entlang dieses Strichs konzentriert sich auch der Müll, weil da kann ich ihn dann rausnehmen. Und Problem 3 war, okay, wenn man diesen Ort mal identifiziert hat, dann sieht man dann aber auch, okay, es ist kompliziert, das rauszunehmen und das kostet auch eine Menge Geld. Für Problem 1 haben wir im Labor Versuche gemacht, unter anderem mit Hydrofoils. Das sind wie vertikale Flügel, die sie ins Wasser stecken, die lenken dann den Strom entsprechend ab, führen zu Wirbel und können dann den Müll auf eine Seite ablenken, um ihn da zu konzentrieren, oder aber mit Blasensperren. Das war meine Masterarbeit. Für das zweite Problem, woher kommt der Müll überhaupt im Fluss? Können Sie Kameras aufstellen? Das war die Idee. Und für das dritte Problem, ja, das Problem haben wir selber verursacht, diese Menge Geld, weil wir halt Roboter auch eingesetzt haben. 2021, dann haben wir einen großen Feldtest gewagt. Und jetzt sollte das Video abbrechen. Also wir haben einen großen Feldtest gewagt vom Autonomous River Cleanup, haben so eine schwimmende Plattform in die Lima gehängt. Das war meine Masterarbeit, eine aufskalierte Blasensperre, die Schwemmgüter entsprechend zur Seite konzentriert hat. Dann haben wir es rausgehoben mit einer Kamera über Machine Learning Algorithmen, heutzutage sagt man künstliche Intelligenz, identifiziert, was ist was, und dann mit einem Roboter raussortiert. Und letztlich noch zertifiziert, woher kommt denn dieser Müll. Und dann haben wir uns gefragt, ja, das war dann schon ein großer Materialaufwand. Geht das auch elegant und kompakt und günstig? Weil hier, das war eigentlich aus dem Aufräumaufwand mit dem Baukran aus der Lima draus, doch schon ziemlich aufwendig. Dann hatte ein Student die Idee, ja, bauen wir das Ganze doch in einen Container. Wieso nicht? Und jetzt, 3 Jahre später, gibt es diesen Container effektiv. Also wir haben quasi die ganze Technik genommen und in einen Materialcontainer eingebaut, der autonom irgendwo zu deponieren ist. Und dann kann man den beschicken mit Material, also einfach quasi füttern wie den Robofisch. Dann sortiert er das selber aus. Vorne also noch einen kleinen Scheiben sortieren. Das sind die beiden Roboterarme. Die Idee des Scheibenpapiers ist, dass kleinere Teile, die vom Roboterarm nicht gegriffen werden können, auch raussortiert werden. Denen ist es nicht perfekt. Das ist ein Studentenprojekt.
Und die Roboterarme, die sortieren dann auf vier einzelne Kategorien. Ja, und hier sehen Sie, wie die Kamera quasi klassifiziert, um welche Objekte das es handelt. Das ist sicher gut. Wo steht das ARC heute im Jahr 2024? Wir haben eben diesen Robotercontainer gebaut, um den Flussmüll zu sortieren, weil wir gemerkt haben, nur sortierter Müll kann auch Wertstoff sein. Alles, was irgendwie gemischt ist, Metall mit Kunststoff, mit Textilien, das ist alles einfach Müll, das ist Restmüll. Aber was sortiert ist, das kann ein Wertstoff sein. Deshalb haben wir den Robotercontainer gebaut. Der steht beim Kraftwerk von der EWZ, beim Letten. Also der ist effektiv in Zürich in Betrieb. Und dann haben wir noch ein zweites System gebaut. Das ist die Flusskamera. In der Schweiz sieht die so aus. Und gerade ist der Kollege in Südafrika, weil sie da mehr Flussmüll haben als wir in der Limmat, und hat das System ein bisschen umgebaut, dass es ein bisschen noch weniger aussieht und noch so ein Haken umgebaut als Diebstahlschutz. Und ja, das ist die sogenannte Flusskamera von uns. Oder die ARC-Cam, wie wir sie nennen. Aber irgendwie war da doch noch was. Weil das Problem haben wir ja damit nicht gelöst. Wir sind gestartet beim Kunststoffverbrauch weltweit und sind bei den Kunststoffen im Meer gelandet. Und jetzt waren wir bei den Kunststoffen in Flüssen. Aber wieso haben wir so viel Kunststoff in Flüssen? Wo kommt der teure Flussabfall überhaupt her? Und zwei Kollegen und ich, wir haben uns das wirklich gefragt und haben dann gedacht, okay, fahren wir doch mal in ein Land, wo sehr viel Müll rumliegt und finden heraus, woher kommt all dieser Müll. Und wir sind nach Indien gefahren und wir haben wirklich sehr viel Müll gefunden. Wir haben auch gute Freunde gefunden, die im Müllsektor arbeiten, die von Haus zu Haus gehen und diesen Müll einsammeln, um ihn dann in mühseliger Handarbeit aufzutrennen, zu sortieren und wieder einen Wertstoff daraus zu generieren. Das wird aber leider nicht überall gemacht und häufig sehen illegale Mülldeponien so aus. Und diesen Herrn, den Sie hier gebückt sehen, der sucht nach Wertstoffen in diesen Müllhalden. Also das ist sein Job. Und das war schon sehr eindrücklich, das zu sehen. Hat auch ein bisschen meine Sicht verändert auf die Dinge, weil als Materialwissenschaftler habe ich Kunststoffe immer super, super gut gefunden. Weil die waren halt auch mega günstig, aber darin liegt auch ein bisschen die Krux der Kunststoffe. Die sind so günstig, dass sehr viel Müll in der Umwelt landet, dass es sehr viele illegale Mülldeponien gibt und das eigentliche Problem darin ist, dass das Neumaterial viel billiger ist als das Recyclingmaterial. Also der Recyclingaufwand ist häufig höher als die Produktion von neuem Kunststoff. Und neuer Kunststoff hat häufig noch bessere Eigenschaften als der bereits gebrauchte Kunststoff. Also als Unternehmer sehen Sie dann, ja, soll ich jetzt Recycling-Kunststoff einsetzen oder neuen? Häufig fällt die Wahl heute noch auf Neumaterial, weil es einfach viel billiger ist. Ja, also das ist das eigentliche Problem. Und damit haben wir uns gesagt, okay, unser Ziel sollte sein, wir sollten Recycling effizienter machen. Und wie machen wir Recycling effizienter? Das geht eigentlich nur, wenn man ein Geschäftsmodell entwickelt, das sich auch skalieren lässt, das dem Kunden einen effektiven Mehrwert bringt. Und da auf dieser Basis haben wir das Startup gegründet, an der ETH Zürich, das sich für skalierbare KI im Recyclingbereich einsetzt. Und also wir heißen Upcircle. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie sieht Recycling heute aus in der Schweiz. Und häufig im Kunststoff ist es leider noch so, dass der alte Weg in der Schweiz so ist, dass ungefähr 90% der Kunststoffe verbrannt werden. Also wir sind ein Land, das historisch betrachtet sehr wenig Flächenressourcen besitzt. Also sehr klein, sehr viel Gebirge, wenig offene Flächen. Und das macht das Deponieren von Müll sehr schwierig. Also wir hatten eine Zeit lang sehr viele Deponien, aber die sind alle mehr oder weniger gefüllt. Und dann hat der Bund entschieden, okay,
bauen ein paar Kehrichtverbrennungsanlagen und werfen das Zeug da rein, produzieren grüne Energie daraus und beschäftigen uns nicht weiter mit dem Problem. Aber was wir sehen, ist, dass das einfach aufgrund der unbekannten Zusammensetzung des Unrats oder des Hausunrats geschieht. Also wir wissen gar nicht genau, welche Kunststoffe sind da drin, aus welchen unterschiedlichen Anwendungsquellen etc. Das führt dann dazu, dass sie eine ineffiziente Verwertung haben, weil Verbrennen ist nicht effizient. Und das führt dann dazu, dass wir auch einen limitierten Kreislauf haben. Also wir haben einfach eine lineare Wirtschaft. Wir fangen mit dem Rohöl auf der einen Seite an und enden eigentlich damit, dass der Kunststoff sich in Rauch auflöst. Und unsere Mission ist eigentlich, dass wir das effizienter gestalten, damit wir weniger verbrennen in Zukunft. Gut, Recycling ist eigentlich größtenteils, das ist lustig, das habe ich erst vor eineinhalb Jahren gelernt, ist größtenteils eine Funktion des Transportwesens. Und Sie fragen sich jetzt vielleicht, ja, was heißt eine Funktion sein des Transportwesens? Wenn Sie sich vorstellen, Sie kaufen jetzt eine PET-Flasche, oder? Mit einem Getränk drin. Sie sind natürlich am Getränk interessiert, nicht an der Flasche selber. Die Flasche selber interessiert nicht viele Leute, außer vielleicht Leute mit meiner Brille. Und dann trinken Sie das Getränk und dann werfen Sie diese in die PET-Recycling-Container. Was passiert nachher mit dieser Flasche? Diese Flasche wird häufig zurückgeführt in das Retouren-Logistik-Center, beispielsweise von Migros oder Coop. Und da wird das Material grob vorsortiert und dann verdichtet. Aber wenn Sie sich vorstellen, so eine Flasche, die ist ziemlich leicht, oder? Und wenn Sie diese Flasche nicht verdichten und einfach in einem LKW durch die Schweiz fahren, dann transportieren Sie zu 95% Luft. Und das ist teuer. Und deswegen müssen Sie Materialien sollen verdichtet sein. Sie müssen das Material verdichten und für den Transport also fähig machen. Deshalb ist Recycling eine Funktion vom Transportwesen. Und die meisten Recyclingunternehmen der Schweiz, also wenn Sie schauen, irgendwas Recycling, Firmenname Recycling, das sind historisch betrachtet sehr häufig Transportunternehmen, also Fuhrbetriebe. Gut, und wenn ich jetzt sage, okay, wir verdichten das Material, wie verdichten wir das? Es gibt Pressen, die produzieren Müllwürfel. Ich weiß nicht, ob Sie das je gesehen haben, aber wir sagen denen Ballen. Das sind Pressballen. Sogenannte Müllwürfel, die sind ungefähr 1 Meter mal 1 Meter mal 1 Meter. Also ungefähr ein Kubikmeter Material. So ein Müllwürfel kann eine halbe Tonne schwer sein. Und das ist die de facto Handelsgröße im Recycling. Also wenn Sie eine effektive Recyclinganlage haben, wo Sie aus alten PET-Flaschen neue PET-Flaschen machen, dann kaufen Sie Müllwürfel ein. Und diese Müllwürfel, die gibt es so häufig, da gibt es Millionen Prozessentscheide tagtäglich. Also wer kauft welchen Würfel und wo wird welcher Würfel hingeschoben? Das ist quasi ein Würfelspiel. Und ja, das sollten Sie mal sehen. Und Sie glauben es vielleicht nicht, aber die Qualität eines solchen Würfels wird bestimmt dadurch, dass sich ein Experte diese Oberfläche anschaut und dann einen Preis bestimmt. Also der schaut sich quasi an, wie viele PET-Flaschen habe ich hier drin und wie viele Folien, die eigentlich nicht drin sein sollten oder andere Verunreinigungen. Und dann wird ein Preis bestimmt pro Tonne. Und das habe ich schon erwähnt, das Problem ist eigentlich, man kann sich nicht sicher sein, habe ich hier in dem Würfel mehr Müll oder habe ich mehr Rohstoff? Und beispielsweise im Kunststoff ist es so, Sie können HDPE-Würfel haben oder PET-Benzelwürfel oder Flaschen oder LDPE-Folien, alles verschiedene Kunststoffe. Und davon gibt es über 100 Kategorien. Also Sie müssen schon ein echter Experte sein, um da irgendwie den Durchblick zu haben. Und das gibt alleine im Kunststoffbereich über 250.000 Transaktionen aus den Retouren-Logistikzentren. Alleine für diese Würfel. Und jetzt ist die große Frage, wie sieht denn künstliche Intelligenz im Recycling heute aus?
Was wir entwickeln in unserer Firma, ist quasi ein System, das schaut sich auch diese Würfel an und kann aber die einzelnen Objekte erkennen im Würfel selber. Oder? Und das ermöglicht dann eigentlich eine verifizierbare Zusammensetzung der Würfel und damit kommen sie näher an einen wiederverwertbaren Rohstoff, weil sie genau wissen, okay, auf Basis der Oberfläche mit der Schätzung unseres Systems sollte so und so viel wiederverwertbarer Rohstoff im Würfel drin sein. Und das wiederum kann helfen, den Kreislauf zu optimieren, effektiv. Und im Alltag, im Wareneingang eines solchen effektiven Recyclers, der aus altem Material neues Material macht, sieht das so aus, die haben ungefähr 100 Tonnen Wareneingang, das sind 5 Lastwagen, A 20 Tonnen, und das macht eine Person. Der schaut sich da alle Würfel an. Und eben das sind die paar Lastwagen pro Tag. Das sind ungefähr 250 Ballen. Also ich habe die hier mal hingemacht und die sind alle ein bisschen anders. Oder? Und der muss jetzt da jede Balle bestimmen und sagen, okay, du kommst dahin, du kommst dahin. Und überhaupt, also der ist schon ordentlich im Stress. Und wenn Sie sich das mal anschauen, das ist bei einem Schweizer Recycler. Sie sehen dann auch, das ist eine Kunststoffkategorie, hier kommt die nächste. Oder? Ist vielleicht mit diesen Lichtverhältnissen nicht ganz einsehbar. Und dann hier schon die nächste. Oder? Das ist auch nochmal eine eigene Kategorie. Hier haben Sie eine Kategorie. Oder? Dann hier nochmal eine. Das ist einfach, das ist eine eigene. Das ist auch nochmal eine andere. Und die fallen dann auch teilweise auseinander. Also es wird nicht einfacher, das Problem. Und jetzt vielleicht noch als persönliche Message, wie schaue ich, dass ich mehr Wertstoff und weniger Abfall produziere? Also ich schaue immer, dass ich weniger konsumiere. Weniger konsumieren heißt auch weniger Abfall. Dass ich wieder dieselben Gegenstände verwende, beispielsweise so eine Metallflasche zum Trinken und wieder auffüllen, anstatt 50 Mal im Jahr eine PET-Flasche. Und dann schaue ich, dass ich sie im richtigen Ort auch entsorge, also dass ich aus dem Abfall einen Wertstoff mache, dadurch, dass ich es dem richtigen Recycling-Stream zuordne. Dieses Prinzip nennt sich eigentlich Reduce, Reuse, Recycle. Und wer jetzt noch nicht genug von Kunststoffen hat, keine Sorge, Kunststoffe sind quasi überall, auch in Ihrem Körper. Da müssen Sie sich keine Sorgen machen, die sind auch da, weil wir haben diese sogenannten Polyfluorosysteme, also die PFAS, und dazu gibt es auch noch einen Vortrag um 1 Uhr im G3 vom Kollegen Herrn Professor Scheringer. Der spricht dann darüber, dass diese PFAS halt in jedem Körper vorkommen, auch in ungeborenen Kindern. Also das ist auch Plazenta transversibilia. Gut, damit möchte ich mich herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Ihnen hat der Vortrag gefallen. Sie haben ein bisschen was gelernt, wie aus Abfall ein Wertstoff werden kann. Und wer gerne in Kontakt bleiben möchte, eben hier noch meine Daten.